Ja, herzlich willkommen bei Resolut und einem neuen Einwurf. Ich hatte mir überlegt, die Wartezeiten zwischen den einzelnen Vorträgen ein bisschen zu verkürzen, euch dafür umso mehr Videos zu bieten und auch die Algorithmen zum Beispiel hier auf YouTube etwas anzuschmeißen. Und deswegen so zwischen diesen einzelnen Reden kleinere Einwürfe meinerseits zu liefern, die auch mal die Alltagspolitik betreffen, mit der ich mich ja normalerweise ansonsten nicht so gern beschäftige, sind ja bei mir eher die zeitlosen Themen, die dann auch natürlich mehr Wert in den nächsten Jahren besitzen oder einen ständigen Wert besitzen, anstatt Alltagssituationen. Hin und wieder fallen mir dann aber gewisse Dinge ein, die ich draußen in der Offline-Welt oder in der Online-Welt erlebe, zu denen ich kurz Stellung nehmen möchte, die man auch schnell teilen kann, die nicht so lange dauern. Und dafür sind diese Einwürfe da. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentarspalte hineinschreiben oder mir das irgendwie anders ausrichten, ob ihr die Idee grundsätzlich gut findet. Ja, als ich heute mal in einer Pause die sozialen Medien angeschmissen habe und mich mal so ein bisschen auf Facebook umschaute, da sind mir wieder sehr viele Beiträge aufgefallen, wo sich Landsleute darüber echauffieren und richtig ärgern oder manchmal auch in einem gewissen Sarkasmus zynisch zu äußern, dass die Preise entsprechend immer weiter nach oben steigen. Also seien es jetzt irgendwelche Energiekosten oder Verbraucherpreise in Form von Lebensmittelpreise beim Wocheneinkauf oder Tageseinkauf. Viele gehen ja auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag noch einkaufen. Und da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Mir ist auch ein Beitrag dann vorgelegt worden im Prinzip, wo ich eine alte Ladenbäckerei gesehen habe, also ein Zeitungsartikel, und diese Bäckerei, eine richtige schöne deutsche Traditionsbäckerei, musste schließen. Der Besitzer wurde interviewt oder der ehemalige, und er meinte dann, er müsste eigentlich mittlerweile ein Brot für 9 Euro verkaufen aufgrund der gestiegenen Energiekosten, und das würde ja auch niemand mehr bezahlen, und deswegen wurde auch dieser Familienbetrieb nach langer Tradition und Dauer geschlossen. Jetzt gibt es allerdings viele Bäckereien, die das Brot nicht für 9 Euro verkaufen. Da gibt es natürlich auch in der Bäckerbranche und zwischen den Bäckereien verschiedene Systeme. Und da kann man sicherlich auch nicht alles in den gleichen Topf hineinschmeißen. Und es ist natürlich auch so, dass dieser Besitzer jetzt nicht auf der Straße landet oder erfriert oder selber vor Hunger stirbt. Aber es ist natürlich traurig und schade, dass ein solcher Betrieb sein Werk erstmal einstellen muss. Ja, vielleicht ändert sich das ja irgendwann auch wieder. So war es ja auch schon während der Corona-Zeit, wo viele zum Beispiel auch schöne Gaststätten, die wir noch haben, dann geschlossen haben. Und das ist natürlich zu bedauern. Allerdings, und da komme ich jetzt zu, in diesem Einwurf gibt es auch noch ein paar andere Dinge zu beachten. Ja, es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie der Bürger sein Vaterland für sich entdeckt, wenn er persönlich von einer systembezogenen Situation betroffen wird. Seien es sexuelle Übergriffe von Neuankömmlingen in einer Silvesternacht, das geklaute Fahrrad im eigenen Vorgarten, die Registrierung gestiegener Verbraucherpreise beim wöchentlichen Einkauf, wie gesagt, oder die Zusendung der neuen Gas- und Stromrechnung. Zu komfortablen Zeiten und vor allem in der BRD endet der Patriotismus in der Regel stets am eigenen Gartenzaun. Und der Familienclan spannt, man kann sagen, eigentlich so meistens den äußersten Rahmen des Zusammengehörigkeitsgefühls und der kollektiven Anteilnahme. Ob das Asylheim jetzt zum Beispiel 50 Kilometer oder auch nur 20 Kilometer entfernt steht, interessiert den Bürger in der Regel herzlich wenig, solange er nicht das direkte, eigene Umfeld betroffen sieht. Es kümmert ihn auch nicht, ob Nationalisten aufgrund ihrer Meinungsäußerung ihren Arbeitsplatz verlieren oder hinter schwedischen Gardinen wandern. Es bedrückt ihn in der Regel auch nicht, wenn in unseren Museen und Kunsttempel der widerlichste Dreck an die Wände gerotzt wird. Ebenso, ob der eigene Vorfahre in Dauerbeschallung medial verunglimpft oder der heimatliche Grund und Boden in alle Welt verhökert wird oder ob man sich zum Beispiel im Energiesektor auch von einer expansiven Großmacht, zum Beispiel Russland, abhängig macht. Kleine Randnotiz: In der Ukraine liegen im Übrigen die größten Erdgasvorkommen Europas. Mal kurz darüber nachdenken, was das bedeuten könnte. Dann versteht man auch noch mal besser, warum Amerika, aber auch Russland so viel Interesse an der Ukraine haben. Und Russland besetzt natürlich zurzeit die Ukraine vollkommen,
will das gesamte Gebiet einverleiben und die ukrainische Identität auslöschen, koste es, was es wolle. Aber ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil man sich auch mal darüber Gedanken machen kann, dass die Ukraine eigentlich grundsätzlich ein sehr wichtiger und guter Energieversorger und Partner auf dieser Ebene wäre. Aber das, wie gesagt, nur eine Randnotiz. Ja, ansonsten beschäftigt sich der Bürger durchaus auch gerne, auch wenn er richtig US- und NATO-kritisch ist, mit der amerikanischen Subkultur und dem American Way of Life. Und das auch nicht nur im klassischen Kontext, ja, von McDonald's, Jeanshose und Coca-Cola. Den Deutschen ging es materiell betrachtet noch nie so gut wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man konnte für 10 Euro nach Malle fliegen, zwischen 30 Senfsorten im Supermarkt wählen, alle möglichen Elektroartikel updaten und sich manchmal über die nicht funktionierende Sitzheizung im Kombi ärgern. Die Hobbys, Vereine und Unterhaltungsangebote, die schossen im Prinzip in all den letzten Jahren nur noch so in die Höhe und gleichzeitig sank aber dann natürlich auch, ja, der körperliche, geistige und seelische Zustand, man kann im Prinzip sagen, ja, ins Bodenlose. Mit all dem ist aber bald Schluss, beziehungsweise das Pendel, ja, das wird sich wieder in eine andere Richtung bewegen. Und das ist auch gut so, meiner Ansicht nach. Und noch mehr, es ist dringend erforderlich und auch begrüßenswert. Schon meine Großmutter, welche nach dem Krieg wie Millionen anderer Landsleute sehr fleißig dieses Land infrastrukturell und wirtschaftlich wieder aufbaute, kannte die alte Regel, dass die Leute erst dann, ja, auf die Barrikaden gehen, wenn ihnen die existenziellen und grundsätzlichen Lebensbedingungen abhanden kommen. So weit sind wir allerdings und im Übrigen noch lange nicht. Rechtspopulistische Parteien, Organisationen und Medienformate nutzen jedoch nun den aufkeimenden Unmut größerer Bevölkerungsteile für das eigene Unternehmen, für Auflagen und Aufrufe. Germany first, ja, posaunt der Michel derweil im Gleichschritt, sowohl in der Offline- als auch in der Online-Welt, wie eben gesagt, und spielt mal wieder den Wochenendrevoluzzer. Mich begeistert dies recht wenig, mir wird da eher übel und ich erwidere: Ruf nicht nach Deutschland, ihr Heuchler, wenn ihr euch über eure persönlichen Verbraucherrechnungen ärgert, einfach nur in eurer Komfortzone bleiben und die alte Bonner oder die junge Berliner Republik behalten wollt. Und wagt es nicht, noch diejenigen zu verunglimpfen, die schon seit vielen Jahren für ein freies und souveränes Land aktiv sind, ja, einem Deutschland, was wirklich seinen Namen verdient. Unabhängig ihrer persönlichen Lebenslage und der Tatsache, ob es ihnen sozusagen, ja, materiell betrachtet gut oder schlecht geht. Und eure Zirkusveranstaltungen dann nicht besuchen wollen. Davon abgesehen, dass viele Preissteigerungen, zum Beispiel weltweit in einem Jahr, sind die Lebensmittelpreise um 28% gestiegen, in der BRD nur um 14%, ja, nicht auf das Konto der Berliner Regierung gehen und schlichtweg mit allgemeinen globalen Problemen, das heißt zum Beispiel Überbevölkerung, Naturzerstörung, die weltweite Corona-Politik und der zu hohe Konsum zu tun haben, bekommt jedes Volk und auch jede Gesellschaft am Ende die Regierung, die es verdient. Und es waren eure Nachbarn, Vereinskameraden und Arbeitskollegen, welche sogar zu faul und zu stumpf waren, wenigstens alle 4 Jahre einmal, ja, das berühmte Kreuz an einer richtigen oder besseren Stelle zu machen. Und wenn der ein oder andere nur 50% seiner Zeit nutzen würde, nicht einfach völlig sinnlos in seiner eigenen privaten oder digitalen Echokammer auf die Grünen, die SPD, die FDP oder die CDU zu schimpfen, sondern mal mit seinem Nächsten, seinem Landsmann, verkehrt und sich mal diesen zur Brust nimmt sozusagen und in die Verantwortung stellt, dann wäre der Sache schon wesentlich mehr geholfen. Seid euch bitte bewusst, dass vor allem die europäischen Gesellschaften die Spitze des Konsums und des Verbrauchs überschritten haben und wir diesbezüglich im Abgang begriffen sind. Wir haben die Spitze des Berges überschritten. Ja, und während zeitgleich halt eben die afrikanischen, asiatischen, indischen oder auch arabischen Staaten aufholen und uns alleine aufgrund ihrer Quantität immer mehr vom Markt verdrängen und die nun einmal begrenzten Ressourcen auf diesem Planeten dann automatisch seltener und teurer werden. Vieles also von dem, was für uns heute noch normal und erschwinglich ist, das wird in Zukunft, ja, Luxus und, ja, man kann sagen, Ausnahme sein. Und zwar unabhängig, ja, ob uns die Grünen oder die AfD aus Berlin regiert, wobei letzteres nicht der Fall sein wird.
Natürlich, das muss man sagen, würde eine nationale Regierung diesbezüglich dagegenhalten und die Steuereinnahmen anders verteilen, zum Beispiel nicht im Kampf gegen rechts und so weiter. Ja, und somit natürlich das Leben der eigenen Bevölkerung erträglicher gestalten. Was bedeutet dies aber nun alles für uns und wie könnte man die Situation betrachten und sich entsprechend verhalten? Nun, erstens, wenn Rechtspopulisten den Unmut bei einigen Leuten zu nutzen gedenken und sich entsprechend besser in Stellung bringen wollen, sollen sie das machen. Das ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar und gehört wohl auch zu dem politischen Alltagsgeschäft. Man sollte sich dann aber schon bewusst sein, welche eher niederen Instinkte man wieder anheizt, dass man eben mit Sozialneiddebatten, wie ich immer sage, und Komfortwünschen operiert und eben nicht mit ideellen Werten und Forderungen und eben durchaus zumindest zum Teil auch kontrarevolutionär wirken kann. Wenn sich da nämlich zum Beispiel einzelne staatspatriotische Thinktanks darüber Gedanken machen, wie man dieses Geld-, Finanz-, Wirtschafts- und Konsumgeflecht der BRD noch erhalten oder sogar wieder verbessern kann, wird das ja eben genau dazu führen, dass das bestehende System ja auch in Zukunft erhalten bleibt, ja, und unsere Identität, unser Volkstum und unser Land eben final zerstört. Wie gesagt, dynamische Prozesse, erst recht Revolten und erst richtig recht Revolutionen oder gar solche Veränderungen, ja, sind eben nur bei geringen Endverbraucherpreisen viel Komfort und Wohlstand nicht möglich. Und jeder, der eben wirklich noch einmal ein Deutschland erleben möchte und eben nicht die BRD erhalten will oder die Vereinigten Staaten von Europa schaffen möchte, der sollte sich dessen bewusst sein. Naja, und halt eben auch unterscheiden zwischen dem persönlichen Ärgernis über gestiegene Preise auf der einen Seite, aber noch der viel wichtigeren anderen Seite, nämlich des Größeren und Ganzen, ja, dem Überleben unseres Volkes. Und diesbezüglich müssen wir die Preissteigerungen, wie gesagt, begrüßen und nicht verurteilen. Und deswegen laufe ich zum Beispiel persönlich nicht auf solchen Verbraucherpreisdemos mit. Ja, Germany first rufen und so weiter. Weil ich fordere ja nichts ein, wenn ich doch eigentlich für das Gegenteil bin. Ja, ich rufe nicht danach, Nord Stream 2 aufzumachen, wenn ich weiß, dass die Russen Nord Stream 1 ja auf 20% gedrosselt haben. Ne? Und ich plädiere auch nicht nach einem Ende der Sanktionen gegen ein System, was gerade einen Völkermord im Osten begeht und sehr wohl auch durch die Sanktionen im Übrigen getroffen wird. Dazu vielleicht aber mehr in einer anderen Folge. Und ich rufe auch nicht nach günstigeren Preisen, wenn ich dies aus revolutionären Gründen eigentlich ablehne. Und nein, falls jetzt einige Zuschauer dabei sind, die denken, ja, der kann leicht daherreden, der hat ja bestimmt viel Kohle. Das ist nicht so. Ich persönlich ärgere mich auch beim Wocheneinkauf. Und ich habe mit Sicherheit weniger Geld als so mancher, der da bei diesen Protestdemos herumrennt. Ich besitze auch kein eigenes Haus oder irgendein teures Hobby. Und man wird mich jetzt auch eher selten in einem Restaurant in der BRD sehen, wo ich jetzt ein Schnitzel und ein großes Weißbier verdrücke. Ich sag's mal so. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr zum Beispiel auch diese Beiträge hier unterstützt. Das ist auch klar, weil man dann einfach noch mehr aus solchen Aufklärungskampagnen, die auch mal kritisch in die eigenen reinschauen und die auch mal gegen populistische Meinungen ankämpfen, herausholen kann. Und dafür werden ja mögliche Spenden auch verwendet. Danke in diesem Sinne wirklich bei jedem, der dabei hilft. Ich denke, wir sollten die kommenden schwierigen Zeiten mit einem aktivistischen Ja begrüßen. Ja, hier aber nicht einfach billig oder im Prinzip der widersprüchlichen Stimmungsmache uns irgendwie hingeben, sondern uns eher persönlich mit unserem Nächsten zusammensetzen, Vorsorgen treffen, dass wir eben auch in Zeiten von Mangel die Grundbedürfnisse für unsere Familien, unsere Freunde und Gefährten gewährleisten können. Größere Vorratsspeicher waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der BRD jetzt nicht wirklich erforderlich und das war eher so ein Randthema für begeisterte Prepper, Outdoor, Bushcraft, Survival-Liebhaber, ja. Aber da wir eben wissen, eben aufgrund der Überbevölkerung und der immer stärker werdenderen weltweiten Krisen, dass vieles zu Neige gehen wird, sollten wir diesbezüglich natürlich Vorkehrungen treffen, ganz klar. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass im kommenden Winter große Teile dieser Bevölkerung wirklich frieren werden. Die Berliner Abgeordneten, die sitzen eigentlich ganz gern auf ihren Stühlen, wisst ihr, und die kassieren auch gerne ihre Gehälter, ihre Diäten und Abfindungen.
Und da wird man sich schon wieder das eine oder andere einfallen lassen, neue Schulden machen, umverteilen und so weiter, sodass die protestierende Querfront sich nicht dann doch mal eines Tages von den drei Polizisten am Eingang des Reichstages abhalten lässt, weil ihnen dann wirklich die Kälte und der Hunger, nicht nur Appetit, ja, in die Glieder fährt. Sollte es doch so weit kommen, besitzen wir natürlich endlich auch mal Chancen auf mögliche Veränderungen. Und ich bin mir sicher, dass dann auch so mancher neu zugereiste Flüchtling aus zum Beispiel Eritrea und allen möglichen anderen arabischen und afrikanischen oder exotischen Gefilden vielleicht dann doch woanders eine neue Bleibe und Unterstützung suchen wird. In diesem Sinne, ran ans Werk. Ja, die Zeiten ändern sich und wir sollten wie in jeder Situation das Beste daraus machen. Von diesen Einwürfen abgesehen, wird es dann im nächsten Resolut-Vortrag im Übrigen eine richtige Motivations- und Glaubensrede geben, wo ich auch versuche, konkret aufzuzeigen, was wir noch alles gewinnen können, was wir erreichen können, warum sich der Kampf für Deutschland und Europa lohnt, trotz all den Ärgernissen und Alltagsproblemen. Es gibt durchaus sozusagen frohe Botschaften zu verkünden und wir sehen uns dann wieder im Studio zum nächsten Vortrag. Bis dahin, euer Baldur.